Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josie und heute ein neues Video von mir. Nicht das versprochene Vlog aus Berlin. Warum, wieso, hört ihr nach dem Intro. Heute geht es hier um meine Zeichenmaterialien. Die will ich euch alle kurz vorstellen, wie auch schon bei den Kamerasachen. Ein kurzer Disclaimer: Alles, was ich euch heute zeige, ist privat gekauft, nichts ist von einer Firma zur Verfügung gestellt oder gesponsert worden. Deshalb ist das hier kein Werbevideo. Sollte ich aber doch den Zweifel bekommen, werde ich links oder rechts oben die Werbung einblenden, entsprechend, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst. So, und jetzt geht's los. Warum das Vlog nicht, was ich euch letzte Woche versprochen habe? Ganz einfach, es ist so viel Material in Berlin angelaufen, was ich sichten muss, und ich habe im Vorfeld schon festgestellt, dass der Ton nicht so perfekt ist, wie er sein müsste. Deswegen wird das Vlog verschoben. Ihr bekommt es aber auf jeden Fall noch. Ich weiß nur noch nicht genau wann, weil ich muss das, wie gesagt, alles sichten und nachvertonen, und deswegen wird das ein kleines bisschen dauern. Ich bitte euch um Verständnis und Geduld, ihr bekommt es aber noch. Gut, fangen wir also heute an mit meinen Kunstsachen, die ich euch kurz vorstellen möchte. Näher gehe ich, wie gesagt, in weiteren Videos dann auch, wie ich schon im Video zu den Fotosachen gesagt habe, ein. Und womit fängt man beim Kunstsachen? Machen beim Zeichnen an, natürlich mit den Stiften, und da habe ich eine ganze Menge, deswegen zeige ich euch die immer mal kurz, damit ihr dann wisst, um was es geht, und dann sehen wir weiter. Also als allererstes habe ich natürlich Bleistifte. Da habe ich hier einen Kasten mit handelsüblich normalen Bleistiften, wie man sie so kennt, mit verschiedenen Stärken und Härten. Für was die verschiedenen Stärken und Härten sind, darauf gehe ich später noch ein. Die sind relativ gut geeignet für, wenn man ein großes Gebiet abdecken will. Ich habe aber auch noch zwei Druckbleistifte. Die sind beide von einer bekannten Marke, nämlich von Faber-Castell. Die sind sehr gut geeignet, weil die Strichstärke immer gleich bleibt, egal wie oft man ihn benutzt. Man braucht dann dazu Min. Ist also weiterhin auch nutzbar, wenn man weil man muss nicht nachspitzen. Aber spitzen ist eine gute Aussage. Als nächstes habe ich natürlich meinen Spitzer hier. Der ist auch von Faber-Castell. Der ist besonders gut, weil er hat insgesamt drei Spitzöffnungen. Ist gut geeignet. Auf der einen Seite kann man die Bleistifte spitzen und auf der anderen Seite Buntstifte. Weil, wenn man beides auf der gleichen Seite spitzt, kann es passieren, dass sich die Farbpartikel vermischen. Und das ist dann nicht immer so gut. Und man hat dann vielleicht Farbfehler in seiner Zeichnung drin, die man nicht drin haben möchte. Was natürlich auch noch wichtig ist, wäre dann natürlich ein Papiergummi. Da habe ich sogar zwei, nämlich habe einmal diesen handelsüblichen normalen, der ist von HEMA. Und ich habe einen Radiergummistift. Der ist auch sehr praktisch, wenn man an bestimmten Stellen radieren will. Funktioniert wie ein Druckbleistift. Hinten drauf drin kommt vorne der Radiergummi raus. Kann man auch nachkaufen, die Radiergummis, und dann hat man da entsprechend auch immer den Radiergummi dabei. Dann braucht man natürlich manchmal, wenn man die Skizze fertig hat und möchte sie dann fixieren, dann nimmt man am besten Feinliner. Da habe ich verschiedene. Zum einen mal hier die bekannten von Stabilo in verschiedenen Farben, und ich habe welche von Ohuhu. Das sind Feinliner, die in verschiedenen Stärken sind. Ohuhu ist eine japanische, nein, eine chinesische Firma, vielleicht meine was falsch, chinesische Firma, die neben diesen Feinlinern auch Alkoholmarker macht, die sehr gut sind, nicht so gut wie der Marktführer, aber trotzdem sehr gut benutzt werden können, und sie sind nicht so teuer, genau. Hin und wieder möchte man auch mal was Besonderes machen, dann gibt es
den Tuschestift. Da habe ich hier einen Tuschegriffel mit einer Feder vorne drauf und hier eine Tusche dazu. Die ist auch original aus Japan. Benutzen da also auch die Mangakas. Ist aber ein bisschen tricky mitzuarbeiten, sage ich ganz ehrlich. Dann natürlich, wenn man malt, möchte man auch was farbig machen. Ich arbeite momentan sehr gerne mit Buntstiften. Da habe ich die Buntstifte von Castle Art. Das ist hier der 20er Kasten. Da sind also sehr viele Stifte drin. Hier seht ihr sie mal. Das ist die Palette Gelb bis Rot. Da sind noch zwei andere Paletten unten drunter mit den anderen Farben. Die sind sehr gut, sie decken sehr gut und sie lassen sich gut verblenden. Was wichtig ist, wenn man mit Buntstiften arbeitet. Man kann sie also mehrere Schichten übereinander legen und das sieht dann wirklich wunderbar aus. Gehen wir in meinen Zeichenvideos noch drauf ein. Und was das Tolle an diesem Kasten ist, die sind fast so gut wie die Stifte von Faber-Castell oder von Carandage, die um einiges teurer sind. Der Kasten ist sehr günstig und den kann ich euch grün ans Herz legen, wenn ihr wirklich schöne Bilder malen wollt. Genau. Dann habe ich noch zwei andere Sachen. Zum einen mal hier einen Stift von Faber-Castell, der ist von dem Polychromos, das sind die teureren Stifte. Und dann habe ich noch einen Zirkelkasten. Ja, das sind meine Stifte. Als nächstes gehen wir dann zu den Sachen, was das Papier angeht. Eben hatten wir die Stifte, jetzt geht es zu dem anderen Material, nämlich zum Papier. Da habe ich zum einen mal hier ein Skizzenbuch. Ich muss gucken, wie rum habe ich es so. Da habe ich auch schon ein paar Skizzen reingepackt, wie ihr seht. Da gehen wir dann mal drauf ein bei Gelegenheit. Das ist von Kanson. Das ist ein sehr schönes, ist klein, kann man mitnehmen. Mit einem Bleistift, am besten einen Druckbleistift dabei, kann man dann überall unterwegs zeichnen. Das ist richtig gut gemacht. Aber ich habe noch was anderes, wenn ich unterwegs zeichne, das zeige ich euch gleich. So, dann habe ich hier den Block von Hahnemühle. Das ist ein Skizzen- und Pastellblock. Das Papier ist aber sehr rau und eignet sich dafür auch, deshalb auch sehr gut dafür, mit Buntstiften darauf zu malen. Es ist auch etwas dicker und kann, dadurch ist der Abrieb nicht so schlecht vom Papier und man hat nicht schnell Löcher drin. Das ist wichtig, da müsst ihr drauf achten, wenn ihr euch Papier braucht. Nicht das dünnste Papier nehmen, dann kannst du auch auf dünnem Papier zeichnen. Muss dann aber auch aufpassen, dass man nicht so fest aufdrückt. Als zweiten Block habe ich dann noch einen Mal- und Skizzenblock von Idee. Das ist ein großes Kunstartikel und Heimarbeit-Geschäft. Gibt es in vielen Großstädten und das ist die Hausmarke von denen. Wenn man mal eine Skizze gemacht hat, ist damit zufrieden, möchte man sie natürlich nicht ausmalen, sondern vielleicht immer wieder mal verwenden, dann sollte man sie abpausen können. Als kleinen Tipp bei dickerem Papier, entweder stellt ihr euch an ein Fenster, was natürlich auf Dauer sehr schwierig ist, oder ihr nehmt euch ein Lightpad. Das hier ist so ein Lightpad in DIN A4. Passt das Papier drauf, kann man dann fest fixieren, abpausen und hat dann die Originalskizze immer wieder vorliegend und kann sie weiter benutzen. Und das ist sehr schön. Gut geeignet, kostet auch nicht viel. Ich habe glaube ich einen 20er gekostet. So. Für das Zeichnen, wenn man mal nicht unbedingt mit einem Papier und Stiften arbeiten will, sondern am PC, ist gut, wenn man ein Zeichentablet hat. Ich habe da eins, nämlich das hier. Das ist von Huion, ist eine chinesische Firma. Die macht sehr gute Tablets. Das hier ist aber kein Display-Tablet, das machen sie auch, sondern das ist ein normales. Auch DIN A4 Größe, wunderbar. Kann man per USB oder per Wi-Fi mit dem PC verbinden. Dazu bekommt man dann noch einen Stift, den ist der hier. Und mit dem kann man dann auf diesem Tablet zeichnen, wie auf einem normalen Stück Papier. Das Ganze wird in den PC übertragen, man braucht dann natürlich noch eine Software dazu. Welche ich dazu benutze, das zeige ich euch bei Gelegenheit mal. Ja, aber ich habe euch ja gerade auch gesagt, wenn man unterwegs ist und nicht unbedingt mit Papier zeichnen will, habe ich dann noch was anderes.
ihr das natürlich auch. Dafür habe ich ein iPad Pro und den Apple Pencil. Warum, wieso ich das für unterwegs die beste Lösung finde, in einem der nächsten Videos, auch welche Software ich verwende, genauso wie beim PC, zeige ich euch, wenn wir das Tablet näher beleuchten. Könnt ihr euch schon drauf freuen, wird viel Spaß machen. Ja, das waren so meine Zeichenmaterialien. Eins hatte ich allerdings noch vergessen, nämlich unterstützendes Zeichenmaterial, nämlich zum Beispiel Lineale. Ich habe einen Zirkel, damit kann man Kreise perfekt machen, wenn sie perfekt sein müssen. Und mit den Linealen kann man natürlich perfekte Linien ziehen. Mache ich nur unter gewissen Umständen, warum auch das in einem der späteren Videos. So, jetzt habt ihr all das gesehen, was ich an Zeichenmaterial benutze. Mir bleibt nur noch einige kleine Hinweise. Zum Ersten, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen hoch, würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr Anregungen, Ideen, Fragen habt, unten in die Kommentare. Ich werde jeden einzelnen Kommentar lesen und entsprechend beantworten. Dann, wenn ihr den Kanal ein wenig unterstützen wollt, würde es mich freuen, wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr nämlich auch kein Video mehr. Weiter habe ich auch alle Materialien, die ich heute hier angezeigt habe, wieder unten verlinkt. Das sind Verkaufslinks. Wenn ihr die anklickt, bekomme ich eine kleine Provision. Ihr zahlt aber nicht mehr und damit könnt ihr auch den Kanal unterstützen. Jetzt bleibt mir also nur noch zu sagen, bleibt kreativ und tschüss!